Wieso hat der Typ das Spiel noch nicht verschickt? Oh, das ist ja nicht so gut. Welcher Typ, Tina? Warum ist Mario Maker vorn? Oh, ich glaube, jetzt muss ich erstmal was trinken, ey. Alter, war das krank. Ich glaube, mir fehlt noch einer in der Spielzeugschachtel, ne? Geheimstern. Welcher ist das? Weiß es einer zufällig? Super Chibi Maker. Oh. Ich glaube, ich mache erstmal die Schädelhai-Galaxie, die ist cool. Aber die Schwimmsteuerung. Naja, ich mache jetzt erstmal. Oh, Baladi mag mich. Das finde ich toll. Auf der Chibi U. Genau. Auf der Chibi U. Oh, jetzt scheint sich aber doch langsam ein Favorit rauszukristallisieren. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Du Schleimer. Moment mal, gab es nicht hier auch noch so ein... Dass man hier in dieses Raumschiff reinkommt? Ich meine, irgendwie da mal was so gesehen zu haben, aber egal. Ja, die kenne ich noch, die TVU. Oh, was kommt da auf uns zu? Das AC-Level musste ich bei überarbeiten, dass ein Bug hat, dass man nicht weiterkam. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist nämlich bei diesem Haus da. Aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Dann warte ich, bis du das abgedatet hast und dann bringe ich das mal in ein Video. Oder ich könnte es auch gleich im Stream machen. Wenn er das schon hat. So. So, jetzt kriegt dieser Knochenaal einen Anlass. Ach, der Boss war echt cool. Okay, bis dann oder bis später, Tim. Bis später. Auch mit diesen zielsuchenden Torpedos. So, Moment mal, ist das sogar nicht noch ein roter? Nee, ein One-Up. Ach, da ist aber ein roter. Ich dachte, da wäre eine Truhe drin. Aber nee. Ein roter ist nämlich noch besser, weil da ist er ein bisschen schneller und zielgenauer. Ich hole mir jetzt erstmal eben Luft. Schon Luft, Luft, Luft. Ich finde die Musik echt cool. Spielt die eigentlich nochmal irgendwo anders in dem Spiel? Ich glaube nicht. Ich finde die Musik echt geil. Oh, das ist sogar ein 6-Leben-Pilz. Den brauche ich sogar gar nicht, aber wenn er jetzt schon mal hier ist. Nehme ich den jetzt auch. Ja, auf jeden Fall mag ich Eike. Natürlich mag ich den. Der ist der coolste von allen. Da ist ja wieder der kleine Knochenaal. Oh, ich habe ihn schon wieder getroffen. Ist er jetzt nicht schon besiegt? Ach nö. Wäre auch zu einfach gewesen. Schickt sich ein paar Freunde raus. Boah. Ein paar Freunde. Wow, das war knapp. Jetzt nicht gezählt. Ich habe den noch voll ins Maul reingeworfen. Gut, dann nicht. Dann eben nicht. Dann kriegst du ihn jetzt rein. Ich habe Zeit. So, da ist er jetzt besiegt. Und hallo Lotus LP. Cool, dass du da bist und herzlich willkommen allgemein.
Das freut mich nur. Naja, freut mich. Freut mich, dass du da bist und reinschaust. So. Und wo ist der schöne Stern gespawnt? Bestimmt hier vorne irgendwo. Ich finde es aber echt ein cooler Boss. Da ist der Stern. Ich bin die ganze Zeit dran vorbei. Auch nicht schlecht. Auch nicht das Schlechte. Das ist mein Hassboss. Ich finde ihn am coolsten von allen Bossen, glaube ich. Ich weiß nicht, welchen ich am wenigsten mag. Ich glaube, ich mag diesen, ach komm, wie heißt der noch gleich? Ich mag Link-Gamer. Ich glaube, Baladi mag alle, wenn ich das so sehe. Oh, die Sternanzahl. Oh. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen zu der Sternanzahl. diesen Monty-Maulwurf, den mag ich, glaube ich, nicht so sehr. So, und ich glaube, ich habe keine andere Wahl mehr, als jetzt zur Herbstwaldgalaxie zu gehen, die leider etwas, naja, langweilig ist. Ich mag euch immer noch alle. Ich auch. Ich mag euch auch alle. Was die Mondhasen suchen. Ihr seid alle toll. Okay. Danke gleichfalls. Ich finde es ja auch lustig, dass das so überhaupt keine Kopie ist von einer anderen Galaxie. Und hallo Kidos, schön, dass du da bist. So, jetzt erstmal ein paar Sternsplitter hier holen. Von den Dingern kann man ja nicht genug haben. Das sind nur Münzen. Nee. Brauche ich nicht. Danke für dein Follow, Lotus. Dankeschön für den Follow. ich denke mal, ein bisschen mache ich noch Galaxy, aber auch nicht mehr so lang. Ich denke mal, ich hole noch ein, zwei Sterne und dann schaue ich mal, wie weit es steht. Alter, hast du ein Problem? Ich weiß schon, dass ich jetzt stampfen muss. Dann lass mich in Ruhe, du blöde Biene. Nur wegen Münzen? So, was ist denn da unten? One-Up, toll. Ich habe da nur gesehen, dass da was aufgeblitzt ist, aber naja, gut. Wie lang dein Follow-Sound ist, ja, ich muss den wahrscheinlich echt mal ein bisschen kürzen. Das soll auch was Richtung Animal Crossing sein, auch wenn Zelda cool ist, aber es muss den mal ändern, den Follow-Alert. Beziehungsweise auch den Sub-Alert. Der ist ja damals eigentlich nur entstanden aus spontan was auf die Schnelle zu haben. Muss ich schon mal gucken. Oh, noch mehr Sternsplitter. So kann man One-Ups farmen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Sub noch läuft. Wenn du ihn nicht, es kommt drauf an, mit was du es bestellt hast. Wenn du das mit PayPal gemacht hast, dann so lange, bis du das cancelst. Wenn du das mit einer PaySafe-Card gemacht hast, wahrscheinlich einen Monat, also 30 Tage. Chibi will, glaube ich, jeden Sub. mit PaySafe-Card. Ja, dann müsstest du es wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich einen Monat sein, also 30 Tage müsste das gehen. Oh, und ich merke schon, ich merke jetzt, warum die doch etwas langwieriger ist. Blaue Sternsplitter suchen. Das ist toll. Sowas sammelt man gerne auf. Moment mal, hatte der nicht einen? Hat so komisch geleuchtet, aber ich glaube, oder. Nee, ich glaube, das ist aber normal. Ich will Death Note 11 und 12. Kann man als Biene keinen Wandsprung machen? Okay. Dann muss ich mal sagen, tschüss Bienen-Mario. Dann brauche ich dich erstmal noch nicht. Komm mal her, du Gegner. Danke. Hat die Bienenproblem. Hat dieser Käfer ein Problem? Scheint mir so. Dir geht's noch gut, oder?
Kragen. So, da ist noch einer. Oh, ich glaube, da brauche ich auch wieder den Bienenanzug für. Ich stampfe jetzt aber erstmal die Dinger hier rein. Achso, ne, brauche ich doch nicht sogar. Wunderbar. Und ich finde irgendwie diese Kameraposition ganz schön nervig. Wenn ich ehrlich bin. So, dann noch zum letzten. Autsch. Wo ist der letzte? Ist das an dieser, dieser coolen Schaukel? Da ist sogar etwas. Ah, ja, 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 das war perfekt. Das war perfekt. Am Samstag fahre ich zu Kevin. Oh, du fährst zu Kevin? Cool. Dann wünsche ich dir ja schon mal viel Spaß dann bei Kevin. Ich habe dasselbe Level-System. Dasselbe wie ich, nur in besser. Okay. Ich würde mich ja auch ganz gern mal wieder so mit den ganzen Leuten da treffen. Mal schauen. Also mit Matsumare möchte ich unbedingt mal zu dem und dann mal zusammen streamen. Das muss unbedingt mal sein. Glaubst du, du kannst... Oh, nö. Du kannst nur Ikamusume, oder? Oh, ich mag das nicht, diese dämlichen Dinger da einzufangen. Oh, also wenn ich ehrlich bin, das ist einer der nervigsten Dinger in dem Spiel. Diese dämlichen Hasen einzufangen. Und ich glaube, das muss man ja noch mal ein paar Mal machen. Komm, ich komme dir jetzt entgegen. Ich komme dir jetzt einfach entgegen. In SMG2 ist das besser geregelt. Okay, ich habe das nicht mehr so oft gespielt. Ach, der sieht mich ja sogar. Das ist jetzt nicht in Ernst, oder? Hm, Moment mal, was bringt das hier? So, kann ich ihn gleich damit behindern? Oder verwirren, besser gesagt. Ich glaube es, dass ich das so machen muss. Wann sie checkt den Schalter? Lass mich raten, da wird der Planet kleiner. Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass ich den da so ein bisschen abhalten kann. Ah. Ach, so geht das. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Thema Manga, Anime, interessant. Habe ich sonst was verpasst? Du hast verpasst, wie meine Meinung zu Digimon ist, zum Digimon-Anime. Das hast du verpasst. Ah. Da-ba-da-ba-ba-da. Und die 69, die 69 ist weg. Puh. Keine 69 mehr. Ich bin jetzt fast fertig. So, nächster. Nur noch 2 oder 3 Kapitel. Faver kennt kein Death Note. Ah ja, und WB, Sascha. Hab ich gesehen, dass du wieder da bist. Geworfen werden. Ach, die lustigen Dinger. Die Enten, deren Name mir mal wieder entfallen ist. Die Super Mario Sunshine Enten. Ich halte mir Kataquarks als Haustier. Er wirft mich in die Luft, wann immer ich will. Ach ja, Kataquarks, so hießen die Dinger. Das war knapp. Nee, ehrlich, die werfen mich. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich habe auch noch nie so einmal Super Mario Sunshine oder so gespielt. Hast du noch was Lustiges zu sagen? Wenn du hochgeworfen werden willst, musst du sie aufwecken. Ui. Das hatte ich auch nicht erwartet.
Friends Elise Schau ist, dann wirst du noch wissen, warum. Genau. Wo ist ich denn hoch? Achso, ich glaube, da muss ich wieder hin. Na gut. Geht's bestimmt da hoch? Ich glaube, demnächst kaufe ich mir dann Fairy Tail oder so. Da freut sich dann bestimmt die Tina. Bam, 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 bam. War in der Nachbarschaft, Nachbarstadt, also nicht in der Hauptstadt. Boah, allen erstmal eine reingehauen. Ah, ich sehe auch schon wieder, ich brauche da wieder so einen dieser Katzerquarks. Oh, muss ja gar nicht stampfen. Muss ich ja nicht. So, du hast mich jetzt nach oben. Dankeschön. Oh nein. Nein, nicht schon wieder ein Hasen. Ich glaube, muss ich doch schon wieder einen Hasen jagen, oder nicht? Das kommt mir so bekannt vor. Dass ich hier schon wieder einen Hasen jagen darf. Warum muss man hier so viele Hasen fangen? Oder wobei. Das muss ich jetzt doch gar nicht. Weil hier eine Ente ist, wieder mal. Muss ich bestimmt irgendwo hinführen. Wobei da schon mal nicht. Das ist eine Sackgasse.